Einfach Also, Flux-Infused Stickle, das ist einfach. Die ist geil. was Stick ist Touch ein 5, einfach wow. gutes Material, das viel Schaden macht? Menelium. Ja, Material, das wir uns noch leisten können, was wir gerade da haben. Ist Haben wir eigentlich Manilium Scheiße. so teuer? Ja, es ist Nether. Oh, okay. Nein, Ansonsten. dann nicht. Mighty Smelting, wo waren das Materials and You? Hatten wir nicht noch Das habe ich mir irgendwas? gerade geschaut. Achso. Ansonsten 1,5 Schaden macht einiges. 1,5 ist irgendwie Stahl, glaube ich, oder Obsidian. Aber mehr als 1,5 wirst du mit normalen Mitteln nicht hinkriegen. Obsidian macht eine halbe. Ja, eben. Alumite, was ist Alumite? Alumite ist ähnlich. Das Alumite macht geht. zwei Schaden. Jo, Alumite, das ist Aluminium und Obsidian, meine ich. Lass mal schauen. Wollt ihr mal kurz claimen, nochmal Es in ist Reward pink, schauen, das ist oder? schon mal ein ganz großes Ding dagegen. Eben. Habt ihr einen Reward Warum? schauen? Bitte? Nee, Nee, den hole ich mir jetzt genau, halt. Alumite ist Aluminium, Eisen und Obsidian, jeweils geschmolzen. Ja, vielleicht hole ich mir das. Wo war denn das? Das war in dem ersten. Okay, was soll ich davon nehmen? Ja, Energy ist wahrscheinlich. Okay. Kann Kannst du Ding dann noch gleich von mir haben. geben. Und du willst die Sickle abholen, oder wie? Die ist hier, glaube ich, selber schon. Ne, kriegst trotzdem. Okay. Ende Lily sieht's auch. Ne, die pflanze ich. Ja, die wollte ich gleich. Ja, okay. Hab nur gedacht, die kann ich gleich pflanzen, aber okay. Press V to empower. Jo. Geil. Macht die dann mehr oder wie? Macht dann zwei Flux Damage, ja. Cool. Sonst macht die nur ein Flux Damage, ungepowered. Ah, und so kostet, so braucht die auch viel mehr per Use, ja. Wir haben mittlerweile 65 Leben. Ich weiß. Ist krass. Ach, Dicke, die ging auch behältst doch du? noch weg. Pickel, du kannst auch haben, wenn du willst. Kannst auch behalten, wenn du willst. Ist so viel Material jetzt eigentlich überhaupt in die Smeltery? Ich habe jetzt fast zwei Stacks Iron Ore, das. Oh. Ja, nee, die solltest du dann in die große Smeltery packen. Also ein Stack passt rein, das weiß ich. Pack jetzt auch da rein. So. Was noch fehlt, sind die Herzen irgendwie. Herzen? Ja, da habt ihr eure Herzen schon vercraftet. Ja, die habe ich schon weggecraftet gerade eben. Okay. Oh, ich habe noch ein Viertelstück. Dann haben wir noch ein halbes Herz wieder irgendwo rumliegen, das bringt uns jetzt auch sehr wenig. Ach, hier liegen die Tools jetzt drin? Ah, okay. Räum ich mal alle Tools da rein, ne? Einfach. Ah, cool, in NDA kann man sogar den Damage ablesen. Welches zum Beispiel Cobalt Broad Axe hat, macht Ja, das viel stimmt. Schaden. So, ja. Und sogar den Speed und alles Mögliche. Sau cool. Kann man Kobalt oder ist das Ohr? Ist Nether. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig als Alumite. Was machst du denn jetzt eigentlich daraus genau? Eine Battle Axe. Oh, nice. Ich würde ja auch fragen, mir eine zu machen, aber irgendwie. Keine Ahnung, ich will mir die Sachen selber machen. Bin so einer von denen. Ja. Ach, du bist so einer, Er bist du macht es einer. lieber selber. So, ja. 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 Sauerei. Anstatt dich ranzulassen, ja. Gut, das verstehe ich dann auch wieder.77 war ein Ingot, oder? Nee. 144 dann. Ja, Ja. genau. Okay. So, damit hätte ich jetzt die ganzen Tools hier drin, also bis auf zwei Flux-Sickles, die da noch irgendwo in der anderen Kiste liegen. Thank you.
Hast du das Materials in Dew noch? Brauchst du das noch? Ja, ich bin gerade voll dabei. Okay. Das ist der Greenstone Clan, geht mir auf den Sack. So, weg damit. Und das, was mache ich den Rest dann? Was habt denn ihr so für Toolrod oder so benutzt? Einfach nur Eisen. Ich hab mir noch gar nichts von gebaut, muss ich sagen. Ich hab für meine Toolrod Stahl und Obsidian genutzt, immer wieder. Ich dachte ja auch an Obsi erst. Ja, Stahl hat einen Modifikator von 1,3, während Obsi irgendwie 0,8 hat. Genau, hindert uns nochmal daran, Formium zu nehmen. Dass wir kein Formcraft haben. Doch klar, wir Formcraft. Ja, aber wir haben kein Formium. Das dauert eine ganze Weile, das herzustellen. Nee, wir haben Eisen für eine Crucible, wir haben Eisen für Formium. Und wir haben Scherben. Beziehungsweise eben Silverwood-Kram, wo wir Magie rausziehen können. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine einzige Scherbe. Jo. Muss es nicht erst erforscht werden? Eben. Was ist denn diese Handle-Modifier? Handle-Modifier ist einfach nur, der Handle ist der... Ist dieser... Der Griff, nee, der Schaft, oder? Nee, die... Die Rod. Es ist auf jeden Fall dadurch entstehen, Ding ist der Schadenswert und Ausdauer von dem Ding. Weil ein Slime Tool Rod hat einen Modifier von 2. Jo. Ja, aber dafür muss jetzt mal Slime-Bälle haben da, ne? Den ganzen Slime-Kram herstellen, das dauert auch eine Weile. Wir haben doch Schleimbäume. Einen einzigen. Na, und wir brauchen den grünen. Ja, kriegst du auch raus. Aus dem Stamm. Raus, ja. Sehr cool. Ja, dann mache ich mir das. Eben. Modifier von 2? Sau geil. Was, okay. Was genau baust du dir jetzt eigentlich gerade? Die Battleaxe. Ah. Immer noch. Hm. Würde ich halt wirklich, habe ich mir irgendwie eine stärkere, also eine bessere, Pfanne, ja. Hm. Die Pfanne ist schon geil. Aber die ist halt schwach. Also nicht unbedingt stark. Ob ich irgendwie eine stärkere Waffe mache, die auch Rückschlag macht. Rückstoß, das ist ja zum Beispiel hier der... Die Battle Axe macht ja auch Rückstoß, glaube ich, oder so. Ein bisschen, glaube ich, ja. Also, und... Gut, also die erste Smeltery ist schon mal soweit nutzbar. Okay, sehr gut. Wo? Unten. Ah, lass mal gucken. Wobei, ich glaube, nee, das mache ich besser hinten. Muss man die nicht zumachen? Nein. Oh. Das Stahlteil muss man zumachen. Und ich meine, es müsste so funktionieren, wenn die an der Seite sind. Also praktisch der ganz links und der ganz rechts. Sollte, könnte. Kommt doch an, hast du die Drainage Pipes da? Nee. Ah. Wir nehmen Fluidacts. Ah, das ist natürlich auch, ja, cool. So, dann kannst du dir mal einstellen, was du alles drin haben willst. Wäre ich jetzt, oder was? Nee, Markus. Danke. Ja, ich bin gerade beschäftigt, noch Battle Axe machen. Wo kamen gerade die Brownstained Clay Pillars her? Hehe. Wenn es denn Brownstained Clay Pillars war, ja, widerwärtig. Ekelpakete, ey. Wieso ich jetzt? Arschloch, bitte. Du doch nicht. Und Markus, der es ja irgendwie hinterlassen hat. Ach, zu schön. Finde es auch noch schön. Natürlich. Bleibt da jetzt mindestens 5 Minuten liegen am Boden.
Bis es despawnt. Ich überlege gerade, ob ich einfach wirklich ein paar Roadblöcke baue. Aber es geht, weil die schneller sind. Ja. Dann müssen wir noch mehr Straßen anbieten. Nee, lass es lieber. Wir kriegen nicht mal die eine. Richtig, Richtig Mengen. Ja. Alter, wächst du jetzt endlich mal, du Scheißbaum? Nicht fluchen. Warum nicht? Weil es hier auf YouTube geht, ich habe keine Lust, das zensieren zu müssen. Das ist mir scheißegal. Weil du es eh nicht zensierst, weil wir haben eigentlich eh inoffiziell ab 18 hier. Weil ich meine, das, was wir alles erzählen, ist ja eh meistens grenzwertig. Oh, Claim drunter gekommen. Sowas. So, warum geht auf, das Mist bleibt nicht 2 Minuten hier liegen. So, 5, da, weg. Tschüss. Werd nie wieder gesehen. Hast du deine Axt eigentlich schon fertig jetzt, oder? Ja, nein, klar. Ich bin gerade dabei, Ding zu bauen. Stahl. Du baust Stahl. Ich baue 120 Eisen. Alter. Ja, klopp mal rein. Nice. Soll ich gleich mal die Blöcke rausfüllen, oder? Ja, wir bräuchten eigentlich mehr Basins eigentlich. Ja, vorerst kann ich ja jetzt eine füllen hier. Ja, hinten ist auch noch eins. Dann füllen wir das mit. Füllen wir beide die Basins erstmal voll. Jo. Ich bleib da hinten. Seid echt wahnsinnig, ey. Warum? Ja, lieber zu viel als zu wenig. Naja. Das Eisen brauchen wir doch eh, also. Ja, eben. Stimmt auch wieder. Sonst beschwerst du dich doch auch, wenn kein Eisen mehr ist. Ja, ja. Das reicht jetzt für die nächsten 10 Minuten. Ja, knapp. Sehr knapp. Wenn wir in 10 Minuten über das ganze Eisen da schon raus haben. Warum gehen das jetzt nicht mehr? Was denn? Dieses, Stahlofen da. Weil das Ding auf Augenhöhe sein muss, glaube ich. Nee, eigentlich nicht. Also, ich hab's gerade umgedreht, weil es nicht gefunzt hat. Ich dachte, das muss unten sein. Da ist noch eine ganze Menge drin, musst du gar nicht erst schauen. Hättest du nachfragen können, ich stehe ja hier dran. Und wie viel ist noch drin? 136. Okay, und wie viel ist jetzt noch drin? 134. Und jetzt? Weniger. Und jetzt? Geht hallo, und jetzt? Ich muss wieder weitermachen. Das wie weniger gilt noch, ne? Dann nimm doch gleich Eisenblöcke, wir haben's ja. Ja, ich mach's jetzt bloß zum Testen. Also. Dass da überhaupt geht. Und jetzt? Immer noch weniger. Weniger? Zu wenig oder gerade noch mehr als genug? Fresse, ich sag dir, wenn du aufhören musst. Von den Dingern. Die richtige Reihenfolge? Oder verwechselst du irgendwas? Wie richtige Reihenfolge? Ja, das spielt keine Rolle. Echt? Es ist eigentlich so, ja. Oder war es einfach mehr Kohle? Ich muss mich selber überzeugen, das ist nicht so unsicher. Ah, genau, okay. Genau. Ich brauche Charcoal und keine Kohle. Mhm. Aha. Haben wir Charcoal? Bisher noch, glaube ich, wenn du es findest. Okay, ja, daran hab's. Kann mir mal wer 3 Iron Blocks geben? Nein, also, nicht ich, er. Stahl machen. 3 Iron? Okay, danke. Wieso nur 3? Weil ich dann 5 hab. Achso. Logisch. Na, also, bisschen nachdenken. Ja. Bitte. So, haben wir jetzt noch irgendwo Charcoal? Etwas so viel Holz jetzt da hinten gefällt, kannst du doch ausnehmen. Muss ich wohl. Aber nicht in meinen Öfen, die brauche ich. Für noch mehr Smelteries. Also einen Block kann man noch machen, danach nicht mehr. Mach du da vorne bitte. Okay. So, und dann ein bisschen warten.
Geht es genau auf dann, oder was? Nein. Nein? Geht nicht genau auf. Ich warte mal, bis er hier voll ist. Ja, dann kannst du hier nochmal Ingold machen. Eben. Ja, drei Ingots kann man noch machen. Da einen, dann mache ich hinten noch die beiden anderen. Oder sind doch Ingots. Ja, genau. Ne? Hinten kannst du auch zwei machen. Gut, perfekt. So, ich habe jetzt 8 Blöcke. Ich habe 12. 13. Alter. Und da werde ich auch erstmal, warte mal kurz. Ja, wir können Ingots rausmachen und die da hinten einlagern. Ja, drei werde ich verwenden. Nee, 3 ist zu viel, das kannst du nicht machen. Dann mache ich 3 und 4 einzelne Stücke noch. Okay, das geht. Kann ich die Blöcke einfach so da reindrücken und die werden umgewandelt, oder? Probier's aus. Nö. Schade, wäre auch schön gewesen. Ach ja, meine Güte, Rechtsklick. Also umwandeln. Wollt ihr hier nicht eigentlich mit Barrels arbeiten? Ja, wir sind aber immer noch gerade in der Umstrukturierung. Okay. Also ihr... Hey, da ist ein Diamant. Der schwebt oh. Einfach so rum. Ach, weil das voll ist. Ja, irgendwie schon. Also ja, ich würde hier erstmal weitermachen. Ja, warte, ich mach das so, dass er erstmal alles wegpumpt. Ich habe mal schnell ein Anvil gebaut, ne? Kann nicht schaden. Soll ich mal ein paar Barrels aufstellen? Kann nicht schaden. Ich meine hier so, weil dann kann man das schon mal reinpumpen, das Zeug. Kann man ja noch umlagern, da gibt's ja eine Maschine dafür. Das Ding ist, Simon wollte hier keine Barrelwand haben. Die kann man ja noch verschieben, das geht ja. Naja, muss halt alles ausräumen. Nee, das geht schon ohne. Da gibt's ein Gerät dafür. Ah ja. Was nennt sie? Gerät. Warte. Dolly. D-O-L-L-Y. Ah ja. Kannst auch Kisten damit verschieben. Das okay. Inventar bleibt erhalten. Aber du wirst dann langsamer, ne? Weil das Gewicht so hoch ist. Cool. Okay. Das ist richtig cool. Das ist echt cool, ja. Also jede Kiste, auch die Iron Chest, die genau. Dann machen wir hier mal eine fette Barrel One hin. Ja, das können wir echt machen. Okay, ja. Wenn das dann geht, dann mach die mal. Wieso ist ein Leather hier drin gewesen? Geil, weil das Teil alles ansaugt. Saug. Ja. Das mal hier rein und Kohle tue ich mal hier rein. Na warte, das machen wir hier gleich. Wenn schon, dann schon, ne? Ja, ist doch egal, wo es hingeht. Amber, so eine Scheiße hier. Was? Ich mach mal so ein... Ja. Bau mal so einen Carry-Dienst da. Perfekt. Ui, das ist gigantisch, ja. Jetzt hast du das Problem, dass hier alles voller Dings ist, dann voller Rohre. Man kann es nicht mehr gucken. Wie voller Rohre? Ja, jetzt kannst du nicht mehr dahinter, weil alles voller dieser Pipes da ist. Warum willst du denn dahinter? Ja, um zu gucken, ob noch was rumliegt oder so zum Beispiel. Mhm. Und jetzt guck. Nee, braucht man doch nicht. Jetzt ist in zwei verschiedenen Behältern ist jetzt Flint drin. Ja, das kann man ja noch aussortieren, wenn es ein bisschen fortgeschritten ist. Na gut. Na gut. Wenn es damit hinterherkommt, mit rauspumpen. Ich glaube eher nicht. So, die Zelle ist voll, das ist schön.
So, ist der Stahl jetzt schon geschmolzen? Nein, noch lange nicht. Ach, das dauert immer so ewig. Das ist schließlich Stahl. Muss mal wachsen und gedeihen und so weiter. Das machst du übrigens ganz wundervoll. Mit Absicht.